Hallo und herzlich willkommen, lieber Skorpion. Mein Name ist Sirut Sabine und dies hier ist das Reading für die erste Monatshälfte im Februar. Also vom 1. bis zum 15. Februar möchte ich jetzt gerne mit dir schauen, welche Energien stehen dir zur Verfügung, was liegt vielleicht noch im Unbewussten, was möchte gesehen oder geklärt werden. Und schon hier im ersten Teil tauche ich tief in die Energien ein und dieses Video wird eine Fortsetzung haben, in der wir noch einmal tiefer in die Botschaften deiner Seele hineinschauen, was sie dir an Informationen und ja, Unterstützung mitgeben möchte. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Videobeschreibung. Klick da einfach drauf und du wirst direkt weitergeleitet. Ja, lieber Skorpion, achte auch darauf, dass das Ganze ein kollektives Reading ist und schau dir, so du magst, auch gerne die Videos zu deinem Mond-Venus-Aszendenzzeichen an. Und jetzt lass uns direkt starten, lass uns direkt eintauchen. Für Skorpion, 1. bis 15. Februar, was liegt im Jetzt? Für Skorpion. 1. bis 15. Februar. Die Freude, die Leichtigkeit, das Leben, die Lebenslust, der Genuss, die Feier. Vielleicht bist du eingeladen hier irgendwo. Ein fröhliches Beisammensein, ein Erntedankfest, ein Jubiläum, eine, keine Ahnung, goldene Hochzeit, ich weiß es nicht. Hier zeigt sich einiges und hier zeigt sich vor allen Dingen die Freude. Und du darfst ausgelassen das Leben genießen, du darfst dich der Ernte auch hingeben, der Freude, der Wertschätzung. Super genial, also ich finde das schon mal sehr, sehr schön. So, wir schauen mal weiter, was liegt hier in der Vergangenheit und darf vielleicht auch noch losgelassen werden oder hat einen Einfluss. Vielleicht wurde auch hier eine Entscheidung getroffen in der Vergangenheit und du feierst das jetzt. Vielleicht gab es eine Beförderung, wer weiß das. Du bist hier deinen tiefsten Ängsten begegnet und das ist wahrlich ein Grund zum Feiern, lieber Skorpion. Der Mond mit seiner Tiefe, mit dem, was da in der Tiefe verborgen liegt, ist auch so ein bisschen deine Energie, in die Schattenbereiche eintauchen. Manchmal bist du auch so jemand, der den Finger nochmal in die Wunde legt. Hier bist du allerdings auch mit deinen eigenen Ängsten in Berührung gekommen und du hast dich hier aus einem Schatten, wie sich das anfühlt, heraus erhoben, dich ja selbst gefunden vielleicht auch und du darfst das Ganze hier feiern. Wir schauen mal weiter, was sich in der Zukunft aktivieren möchte. Ich glaube, wir haben noch eine große Arcana-Karte. Ja. Die Gerechtigkeit. Hier kann es sein, dass hier etwas Amtliches auf dich zukommt mit der Gerechtigkeit. Hier geht es um Ausgleich, vielleicht sogar ausgleichende Gerechtigkeit. Vielleicht wird hier auch ja ein Urteil verkündet, was dich aber auch freudvoll stimmt, wo du mehr noch in deine eigene Kraft hineinkommen kannst. Die Gerechtigkeit hier als Balance, hier gibt es einen Ausgleich, hier möchte etwas in Balance kommen und ich habe auch so das Gefühl, lieber Skorpion, dass du hier auf tieferer Ebene mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung
arbeitest oder zumindest in Kontakt kommst, dass dir hier auf tieferer Ebene das Gesetz von Ursache und Wirkung bewusst wird. Gerade weil du auch in der Vergangenheit dich hier mit deinen Schattenthemen beschäftigt hast. Das Ganze ist eine tiefe Transformation, auch das Skorpionkarte, der Tod. Und das Ganze liegt noch im Unbewussten. Und hier möchte sich in der Tiefe etwas verwandeln. Ich glaube, dass du hier einen tieferen Einblick wirklich auch in die Zyklen des Lebens bekommst und einen tieferen Einblick in die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Also Ursache-Wirkung ist nur eines dieser kosmischen Gesetze, die sich hier zeigen möchte. Vielleicht geht es hier auch auf tiefster, spirituellster Ebene darum, dass du das Gesetz von Karma, das Gesetz der Wiedergeburt in dir ganz neu ergründest. Allein durch die Karten hier würde ich sagen, es ist ein einschneidendes Erlebnis in deinem Leben, was dich wirklich ja auch das ernten lässt, was du mitgebracht hast. Wir schauen mal, was dir bewusst ist. Was ist dir bewusst? Dass es um deine innere Stabilität geht, dass es um dein Vertrauen geht, vielleicht sogar auch ums Urvertrauen. Jetzt kann sich das Ganze hier auch in einer Form zeigen, zum Ausdruck bringen, die auf den ersten Blick nicht so freudvoll, so prickelnd ausschaut, wie das die drei Kelche hier andeuten. Es kann sein, dass es hier um Trennung geht, es kann sein, dass es hier um Erbschaftsangelegenheiten geht, um wirklich grundlegende Veränderungen. Und von daher finde ich hier die vier Münzen, die eine sehr starke Energie des Basischakras in sich tragen, schon sehr kraftvoll, weil sie eben auch andeutet, dass es darum geht, für dich, lieber Skorpion, gut in dir zentriert zu sein, gut mit Mutter Erde verwurzelt zu sein, mit allen Aspekten in dir gut in Verbindung zu sein, wirklich geerdet und in einer gewissen inneren Stabilität und Ruhe. Und da darfst du immer wieder eintauchen. Ganz gleich, wie unruhig das Außen ist, es geht darum, in dir ja ein solides, stabiles Fundament zu haben. Ein anderer Aspekt ist hier mit den vier Münzen, dass es ums Festhalten geht. Also es kann auch sein, dass es hier um Themen geht, wo du noch festhältst, wo du loslassen darfst, wo du dich vielleicht auch befreien darfst. Vielleicht Aspekte, die dir ja schwer auf der Schulter lasten, wo du der Fels in der Brandung bist sozusagen und jeder kommt und sagt, hier Skorpion, trag du mal für mich. Auf energetischer Ebene einfach auch gesehen. Und da darfst du hinschauen, was liegt in deiner Verantwortung und was liegt in der Verantwortung anderer Menschen. Also geht es auch hier um dein Fundament, um deine Werte. Es geht aber auch ums Loslassen oder, wie gesagt, hinzuschauen, wo du festhältst. Wir schauen jetzt mal auf die Unterseite. Ja, und da geht es nochmal ums Schauen, ums Anschauen. Wir haben hier den Gehängten für dich, lieber Skorpion. Und der Gehängte sagt, betrachte die Situation oder das, was gerade in deinem Leben ist, aus einer anderen Perspektive. Geh mal nicht sofort in die Aktion, sondern werde mal still, komm bei dir an und betrachte mal, was sich da in deinem Leben zeigt.
Der Gehängte, da kann es auch das Gefühl von Stillstand, Handlungsunfähigkeit geben. Und dennoch, ich glaube, der Gehängte korrespondiert hier auch sehr stark mit den vier Münzen, wo du eingeladen bist, neu hinzuschauen. Bist du wirklich so handlungsunfähig, wie sich das mit dem Gehängten anfühlt? Oder hast du hier doch die Chance, durch eine Veränderung deines Blickwinkels Möglichkeiten zu erkennen? Ich glaube, dass es hier darum geht, neue Möglichkeiten zu erkennen, die dich dann wirklich auch in diese Freude hineinbringen und die dich wirklich das ernten lassen, was jetzt für dich zum Ausdruck kommen möchte. Du schaust deine Ängste an, du übernimmst hier Verantwortung. Das Ganze ist ein tiefer Transformationsprozess. Ich meine, ehrlich, ich habe es nicht wirklich anders erwartet momentan noch bei euch, liebe Skorpione. Es geht ums Festhalten und ums Loslassen. Und ich möchte jetzt gern in der Fortsetzung nochmal tiefer schauen, welche zusätzlichen Impulse uns deine Seele hier noch mit an die Hand gibt, so dass du wirklich gut in dir zentriert sein kannst, um das größere Bild zu erkennen und auch zu verstehen. Ich freue mich auf dich, lieber Skorpion, und ich sag mal bis gleich.